Okay. Gut, dann. Ich habe Mais freigeschalten. Oh, Samen? Nee, Und was? Mais. Wie Mais? Ja, stand freigeschaltet Mais. Wahrscheinlich die Samen dafür, oder? Bei Mais freizuschalten. Keine Ahnung, stand halt nicht daneben in Klammern Mais. Den habe ich sogar schon. Naja. Okay. Heute startet um 82 jetzt schon. Uiuiui. Dann nimm das. Wo sieht man das? Dein Charakter und die Stats. Ach da. Okay. Genau. So. Bin hinter dir, näher schrecken. Ja. Alter, zeig mal deinen Kopf. Mal Hallo. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. dachte, dass hinter mir was steht. Ich habe ja, Ja, nicht guck mal, hast gesehen. du den Mod schon? Guck mal rein. Habe ich schon. Dann ja, lesen einfach. Ich brauch unbedingt mal Nachtsichtlinge. Da war schon tot. Ich bin Ich habe kein einfach Fan von mal. Nachtsicht, weil das dann alles so, also rot ist. Mach einfach lieber eine Taschenlampe und gut ist. Ja, das sind die, glaube ich. Ja, das sehen die aber. Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn das so blöd rot ist. Gezähnte? Kann ich nur ein? Ich hab drei leere, zwei leere Slots und kann die Mod nie reinsetzen. Dann ist das einfach keine passende Mod. Aber die leuchtet grün. Dann hast du schon eine Mod drinne, die auf das gleiche Teil quasi geht. Also du kannst nicht zwei verschiedene Klingenmods nehmen. Du kannst nicht zwei verschiedene Schaftmods, weißt du? Okay. Du hast die Kategorie einfach schon in Nutzung. Geht's denn weiter? Bist du hochgekommen? Ach, hier. Garage, Treppe. Ah, guck mal, hier ist ein Schubser. Robotikhammer. Hab keinen Platz dafür. Scheiße. Was soll ich? Ja, nimm du ihn halt. Also mir ist egal, du kannst ihn nehmen. Aber eh nur bei der nächsten Blutmondnacht brauchen. Dann baust du halt irgendwo auf bei uns und gut ist. Genau. Blöd, ey. Nicht mehr, mehr Blei geht mit. Mist. Achtung, Hund kommt zu dir. Der ist einfach volle Kanne durch das durch die Stacheln durchgelaufen. Guck mal, der ist an Okay. mir vorbeigelaufen. Ja, weil ich bin ein bisschen gerannt und du schleichst. Ich hab ihn getriggert. So ein Limit. Ist praktisch für dich, ja? Ja. Ich mache hier den Tank. Dann kannst du rumwuseln ohne Probleme. Ja.
Hockstäbe. Dein Helm ist einfach putzig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich sehe den halt bei mir im Inventar nicht. Also in meinem Charakterding. Da wusste ich gar nicht, dass es irgendwie so aussieht. Ja. Ah, das mit den ganzen Klamotten haben die auch weggemacht, ne? Was? Na, sonst hast du ja alles Mögliche an Kleidung gefunden. T-Shirts und so ein Zeug, ne? Na? Haben sie wahrscheinlich weggemacht, einfach weil sie halt das ganze Ausrüstungssystem ja so geändert haben und jetzt so viele verschiedene Ausrüstungssets drin haben. Man merkt schon, wie es. Sorry. Nicht, nicht, nicht. Alter Müll. Wie nennst du mich? Ja. Also hier ist noch so ein Nähset. Ich würde es so gerne mitnehmen, aber ich weiß nicht wie. Schnapp's dir lieber, bevor es liegen bleibt. Brauchst du ja auch für Ausrüstung. Hinten ist dann das Loot-Zeug. War ja wirklich ein gemütlicher kleiner Raum. Oh, guck mal, schöne viele Kisten da hinten. Ah, schon wieder so ein Nähset für dich. Ich versuche gleich mal aufzuschließen. Ich habe ein bisschen geskillt. Hier ist eine Schaufelbauplan-Mod. Ey. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Ah, okay, Und da kommt die Betonmischung, die Küche kannst du wieder. dir mitnehmen. Eisenvorschlag haben wir das hier drin. Was zum Heilen Ja, verkauf den bekommen. einfach. Ich weiß nicht, ob du was brauchst. Ja, verkauf den einfach. Ne, ich habe keinen Platz, deshalb. So, dann zerlege ihn halt. Betonmischung. Dann zerlege ich ihn einfach. Ich nehme die Betonmischung mit. Das nächste hat es gesagt. Na, klar. Genau, nächstes hast du ja schon eins. Kannst du gleich ein zweites nehmen. Das wird's wohl gewesen sein, oder? Ja. War ja gemütlich. Erstmal wieder zu der. Und später erstmal wieder. Oh. Das war ein Erschrecken. Das war auch interessant, oder? Die hat das auch dicht gemacht, aber weil ich in der Nähe war, habe ich es auch mitgehört. Na toll, Lilith. Geräusche minus 10, das brauche ich auch nicht. Hier durch. Oh Gott, gar nicht.
Ist ja schrecklich, hier kommt man gar nicht mehr durch. Was soll denn das? Ach da. Och nee, wirklich. Ich fahre ja von einer Sackgasse in die nächste rein. Das ist das Blöde an diesen Städten. Ach komm, ich kaufe mir den Blaserbalg. Oh, ich kann die Stufe 1 Quest noch machen. Die hat eine 30 Meter entfernt. Ja, schnappst du dir, wenn sie so nah dran ist. Ja. Bei mir ist alles irgendwie so super weit weg. Finde ich gerade voll nervig. Letztens 50 Meter. Die verarscht uns. Ich bin voll. Du sollst nicht so viel saufen. An dem Wald kann ich bestimmt keine Bäume anpflanzen. Kiefernwald. Ich habe Anderwald. es tatsächlich bis jetzt jedes Mal immer wieder vergessen, diese blöde grüne Box zu aktivieren. Jetzt denkt mal mit dran. Wir machen das jetzt unbedingt. An Grüne der Box. Gebietsschutz. Im Gebietsschutzblock. So, Dann sieht man das Ding von Weitem schon besser. Und, oh nein. Bossabstimmung. Zufalls Horde, Hauptwaffe. Zufällige Hardhorde, Hauptwaffe. Und Big Mama Horde Strahlung. Keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Problem ist, ich bin gerade völlig überladen. Ich muss jetzt irgendwie ganz schnell mein Zeug ich auch. loswerden. Sonst kann ich nie und nimmer einen Bosskampf machen. Schaffe ich doch nicht. Das spawnt mir alles in der Bude drinne. Das spawnt mir in der Bude drinne, Leute. Oh, dass diese Bossabstimmung immer dann kommen muss, wenn man völlig überladen ist. Oben fehlt dann drauf spielen. Das jetzt schon, reicht das jetzt schon? Schnell raus hier. Spawnt mir echt in der Bude drin. Ich krieg die Krise. Die machen mir alles kaputt. Die machen mir alles kaputt. Echt in der Bude? Oh, jetzt habe ich. Oh, jetzt bin ich wegen Panik runtergesprungen. Und habe mir das Bein gebrochen. Damit bin ich tot. Ich komme jetzt nicht mehr weg mit dem gebrochenen Bein. Ja, na gut, ich bin tot, ich bleibe im Spiel. Macht keinen Sinn mehr. Das ist halt so ein beschissenes Timing. Hätte das Ding nicht einfach mal eine Minute später kommen können, dann hätte ich in Ruhe mein Zeug eingelagert. Jetzt hatte ich einfach von der Situation aus her keine Chance. Das war jetzt unschaffbar. Gebrochenes Bein. Weißt du, und die Viecher direkt in der Base gespawnt. Ja, fuck you, Dreckspiel. Totaler Bullshit, sowas. Mods. Ach. Hast du dein Fahrrad eigentlich mal abgeholt? Noch nicht, nee. Ich war noch nicht bei dir. Eine Nase. Es hätte ja nichts geändert, egal was du gewählt hättest. Die Tatsache, dass die Scheiße in dem Moment kommt, wo man überladen ist und kurz vor der Bude ist. Weißt du, das war einfach dieser Bockmist gerade. Das Spiel eigentlich einfach einen nur verarscht.
Komplett überladen gerade, das nervt mich. Wofür braucht man eigentlich Eulschiefer? Um Benzin herzustellen. Ach so, ja gut, das ist noch eine Weile hin. Was fehlt denn hier noch? Irgendein Item fehlt jetzt hier. Ach, Dietrich. Können wir verkaufen. Und hier rein. Selber das Gebiet. Hier ist noch nichts mehr. Jetzt dieser Mod hin. Der Kühlermod. Der hat er gerade automatisch irgendwo einsortiert. Hat er den jetzt automatisch in so einen Sammler oben reingeknallt? Oder wo ist der jetzt bitte gelandet? Sind jetzt wirklich automatisch in den Sammler einsortiert? Da würde ich aber feiern, du. Oben steht er. Ich renne hier rum und der bewegt sich nicht. Nee, der ist Gut. irgendwo gelandet, aber ich weiß nicht wo. Das ist aber unschön, oder? Alles schön und gut. Irgendwo ist dieser Kühler-Mod gelandet. Und die Tatsache, dass der irgendwo in der Kiste dazu rein sortiert wurde, heißt ja, dass ich ja schon einen anderen Kühler-Mod haben muss. Ohne das irgendwie mitgekriegt zu haben, oder? Irgendwo müssen jetzt hier zwei Kühler-Mods sein. Die sind alle Kilometer weit entfernt. Oh, Wo ich bin sind in der meine Nähe. Kühlermods? Ich hab das für 750 gekauft, wenn das Ding jetzt einfach verschwunden ist. Dann flippe ich aber aus, du. Er hat das irgendwo einsortiert. Find's aber nicht. Ach, guck mal, ich habe hier noch Sachen liegen. Ich habe tatsächlich schon zwei von denen. Das waren, weißt du, meine ersten Kisten, wo ich einfach nur Zeug reingeklatscht habe beim Transport. Die habe ich wohl nie fertig zu Ende sortiert. Okay. Ja, krass. Guck mal Ich hier, bin ich ja habe so einen eigentlich. Wasserreinigungsmod für den Helm. Da kannst du halt auch dreckiges Wasser trinken. Boah, wozu brauchst du das? Das ist nur dann, wenn du mal irgendwo unterwegs bist, da ist ein Fluss und du willst direkt aus dem Fluss trinken. Dann musst du ihn erst abkochen. Ja, aber das Zeug, was du zu Hause vorbereitest, ne, das gibt ja mehr Wasser zurück. Also ich sage, macht nur dann Sinn, wenn du jetzt wirklich gerade irgendwo unterwegs bist und willst aus dem Fluss trinken. Ja, ich will im verbrannten Wald bleiben, jetzt bin ich wieder überlastet. Ich schon zwei von diesen Sammler-Mods. Bis jetzt noch gar keinen benutzt. Eigentlich eine Schande, oder? Hey. Warst auch schon mal so eine Plane geholt, oder?
Ja, Hat das die, glaube ich. die Fächerzahl ja erhöht? Dass du dann mehr Wasser sammeln kannst? Ach so, macht das ja. Nee, frage ich dich. Ach so, nö. Jetzt nicht, okay. Weil ich Genau. verstehe nicht ganz, was es meint. Erhöht die Menge des gesammelten Wasser pro Tag. Wahrscheinlich, ja. Erhöht die Sammelrate. Ich dachte, dass es dann einfach hier die Fächer vergrößern würde. Ach Das so, sammelt schneller und das sammelt insgesamt mehr, dachte ich. dass du vielleicht zwei mit einmal sammeln kannst. Weil der Gibt's ja Typ ja aber immer nicht. nur eins nach dem anderen dann sammelt. Gibt's ja aber Keine Ahnung. nicht. Vielleicht beim nächsten, wenn der nächsten anfängt. Hey, bewerbt. Wie ist das passiert? Jetzt also nochmal ein 2. Denk mal ganz unten dann 25% weniger Nahrungsverbrauch und sowas. Das lohnt schon. Ja, denke ich auch. Ja. Irgendwann hast du aber auch genug von dem Zeug, dann ist es dir eigentlich Wumpe. Dann ist da bloß der Ja. Vorteil, dass du vielleicht in einem großen Kampf nicht so oft was hinterher schmeißen musst. Im Blutmond andauernd fressen und saufen müssen, ist ja auch irgendwie anstrengend. Ja gut, beim letzten Blutmond habe ich nicht einmal essen oder trinken müssen. Ich nicht. Gut, ich habe mich auch wenig bewegt. Das ist weit weg noch. Überladen sein ist nervig. Ach, ich bin ja schon gleich da. Und dann jetzt. Die gibt mir keine Quests, die irgendwo in der Nähe sind. Geht zum anderen Händler. So weit weg. Na gut. Vielleicht schickt die dich dann mit 8 Kilometern in die nächste Stadt. Ja, aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Ja, Will das eigentlich, mache also auch. ich 8 Kilometer ist zu weit weg mit dem Fahrrad. Weißt du, das würde ich machen, wenn ich jetzt Minibike oder richtiges Bike hätte. Dann würde ich das machen. Zum Erkunden. Wenn ich dann irgendwann So. Base verlagern will, dann mit einem Auto halt, aber mit einem Fahrrad? Sonst mache ich jetzt noch die 2 Quests bei dem anderen Händler. Wenn ich mein Fahrrad habe, können wir so eine Quest mal machen. Gehen wir zusammen. Ja, gut, das können wir mal machen. Was mal einsortiert. Blasenbalken. Ja, noch eine Quest irgendwo da hinten sehe ich gerade. Ja, komm, dann mache ich die. Die ist noch vom ersten Händler. Was ist da? Eine Stufe Wo? 1 Quest. Sonst gucke ich mal, ob ich klein mitkommen kann. Und wenn du mitkommen möchtest, dann muss ich aber beeilen. Ja, entspannen. Ich muss kurz mein Zeug Dann nimm eine halbe ablagern. Stunde vor der POI stehen, weißt du? Das ist eine Stufe 1 POI, also da rennt man einfach nur durch. Ja, ich weiß, ich mache jetzt aus meinem Häuschen los.
Was heißt denn, wenn du dann dein Fahrrad hast? Du hättest die ganze Zeit das Fahrrad bei mir abholen können. Ach, stimmt. Ja, aber ich will wenigstens die Stufe Tausendmal 2 Quest gesagt, ich habe machen. dir ein Fahrrad gemacht. Ich habe dich noch vorher gefragt, soll ich es dir machen? Einfach Nein Ja, sagen können. ich geh's mir holen. Der Junge, er macht mich manchmal fertig, ey. Ich bin irgendwo im Pferd zu sein, an dem Da Punkt steht hätte ich es. seit einer halben Woche oder so, steht da ein Fahrrad rum für den. Der holt sich's nicht. Ich könnte es mir sogar selber craften, also okay, wenn ich mir hole. Fahrstuhlschacht war hier manchmal. Könntest du dir vorstellen, mit einem rosa Auto rumzufahren? Nicht wirklich. In welcher Kiste liegt das Ding? An der Arbeitsstation hast du gesagt, ne? In der Werkbank. Ja, danke. Dann komme ich jetzt. Erscheinen reicht. Kommen musst du nicht. Danach erst. Perverses Schwein. Zombie hier aufgeschreckt? Ah ja. Ich will noch wegmachen. So, okay, die verblutet eh. Ah, jetzt sehe ich meinen Kopf. Ach, das sieht ja scheiße aus. Also sieht man dich zumindest von Weitem und kannst mich nicht mehr so sehr erschrecken. Fenster? Da kannst vielleicht schon, aber muss nicht sein, oder? Gummi jetzt, ja. Wuhu. Ja, man ist einfach so viel besser unterwegs. Obwohl der sich auch richtig Mühe gibt mit. Also ich wäre schneller als beim Fahrrad. Naja, der ist auch schwer beladen, ne? Du kannst ja auch ein bisschen finden. Naja. Kostet dann bloß halt Ausdauer. Das heißt, im Nicht-Sprint-Zustand fährt er halt so langsam, dass es ihn nicht mal anstrengt. Kein kleines bisschen. Weißt du? Kein Ausdauerverbrauch. Oh, Einpassfunktion. Brauchen wir nicht haben. Bist du schon bei dem? Nee, Kurz gleich. davor. Meter. Ich? Nee. Irgendwas rennt da hinten. Ah, ich wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, doch, das ist ja mal so ein bisschen Zeit versetzt hier. Wir mal kurz reingehen, gucken, was hier der, was hier überhaupt der Loot ist. Also Doppellooten halt, ne? Gibt's hier noch? Ja, so schnell und das. Oh, ah, bei dir.
Das ist ja noch. Jo. Ja. Ist ein bisschen lästig, wenn die explodieren, aber ansonsten. Diese Pieper ist das. Bücher liegen gelassen, das ist nett von dir. Ja, ich bin zum Dings hintergerannt, zum Loot, also ich wollte zum Lootraum durchrennen und dann. Ja. Safe. Schon offen. Und offen das Safe? Achso, der da. Naja. Ja. Was du die Ecke und schlägst? Ja, weil das ein Geier war. Ach, geil. Machst gar nichts, oder? Du stehst bloß da und guckst zu, während ich hier Ich schlag drauf. Ich hab dich nicht einmal bewegen gesehen. Hier ist dann noch ein Buch drauf. Medical. Munition. Ich weiß nicht, ob du das Buch schon hast. Jetzt hier ist. Was ist das, Mod? Stahlvorschlaghammer-Teile. Brauchst du wahrscheinlich eh. Oh, gerne. Hier oben ist nicht leer. Gut, dann starten wir das Ding mal. Wo ist der Startpunkt? Hier unten. Start mal. Ja, bin gleich hier oben aufgetaucht. Kannst du gleich auch machen, das Zeug. Was müssen wir hier machen? Gebiet säubern, ne? Das sind Bolzen, die habe ich mir mal genommen. Nicht. Und Laster. Wow. Naja, Stufe 1. Gibt da vorne nicht vier Orden. So, hier oben waren da auch Zombies drin, ne? Hier oben waren keine Zombies. Hier noch dran? Ja. Nee. Was ist das hier? Die Bücher. Geklärt, ne? Nicht. Das war's schon. Ne, das war's schon. Oh mein. Oben war oben noch ein bisschen was in den Kisten. Okay. Ja. War so schön Wasser hier gerade rausgezogen, ich freue mich. Das wird helfen, endlich mal ein bisschen das herzustellen. Ich markiert irgendwie der Scheiße. Okay. Hier liegt Armbrustmunition. Achso? Ah ja, gut, eh, ne? Ja, kannst Dinger pasch. Dinger sind die hier respawned? Nee, schade. Jo, dann können wir zum Händler, ne?
Dann ist nur noch eine Quest, fehlt mir dann noch für Stufe 2. Ja. Bin über dein Fahrrad gefahren. Hat mich Hey. festgehangen. Wie kaputt machen? Ich bin einfach auf dem Boden. Ja. Schauen, ob der irgendwas hat, was man hier gleich in der Nähe machen kann. Ich sehe das nicht ein, 8 Kilometer zu fahren für eine Quest. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das kann man machen, wenn man ein Motorrad hat, wenn man ein Gyrokopter hat oder irgend so ein Zeug, aber nicht mit dem Fahrrad. War schlimm genug, wo man 2 Kilometer für eine Quest laufen musste. Jetzt wollen sie, dass du 7 Kilometer für eine Quest mit dem Fahrrad fährst. Gut, mal so gesehen, dass der Weg jetzt zum Händler, das waren ungefähr fast ein. Das mal 8 geht eigentlich. Ist halt 5 Minuten unterwegs, oder? So Kacke. Also wird wahrscheinlich in der nächsten Stadt dann sein. Wahrscheinlich in irgendeiner anderen Stadt, ja. 8 Kilometer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt so groß ist. Oh, ich war schon lange nicht mehr hier beim Rekt. Get wet. Jetzt Rekt. Ach ja. Great, here you Ich nehme go. Molotow-Cocktails. Spend it all in one Und place. Blutmund. What Abholen. the hell do you want this Komm hier time? 700 Meter. A 700 Meter ist sale is a okay. sale, even if it is to a Da passt scumbag es like sogar you. 200 Meter. Ach Zwei Stück so? sogar. Eins ist sogar bloß 170 Meter. Stufe 2. Geil. Dann macht die Zombie beseitigen. If you Nee, want a job abholen. from me, Na, mach abholen. you'll do what Abholen, what are you 170 Meter. standing there for? Top. Don't you have work to do? Die Ausführung Schon ein von paar mir. Mods hier zur Seite. Also schon für zwei. Ja, Stufe 2 hilft dir doch aber auch, um deins zu erhöhen, oder? Um Ja, deinen Stufe 2 zu erreichen, ja. oder? Glaube ich auch. Weiß nicht. Hoffe ich. Weiß nicht, wie es funktioniert. Denke schon. Dann müsstest du theoretisch nach dieser Quest dann direkt Stufe 2 bekommen, oder? Ja. Ich finde das so toll, dass Vielleicht die jetzt auch neun. den Quest-Progress teilen, ne? Ich habe bei ihnen Stufe 2 erreicht, kann bei der Gen dann direkt Stufe 2 anfangen und kann, wo ich jetzt zu ihnen zurückgekommen bin, auch Stufe 2 machen. Früher musstest du bei jedem Einzelnen 1, 2, 3, 4 durcharbeiten. Relax gerade. Lecker. Oder leck ich? Ich nicht. Mir ist gerade. Bist du hier Autos zerlegen? Ich hab. Warte. Bin ich raus, oder? Oder er? Bin noch drauf. Mein Internet im Läuft bei Arsch, oder dir was? alles? Ja, bei mir läuft alles. Dann ist bei Wird wohl mir dein Internet gerade. sein, oder? Naja, da war bei mir, glaube ich, gerade ein Hänger. Hier, lass mal die Autos zerlegen oder so. Warte Sachen mal. looten gehen und dann die Quest starten. Willi. Noch da? Ich bin noch da. Ach, das ist dein Fahrrad, was hier rumliegt. Ach, hier ist das schon die Quest, okay. Dem Jungen kann man nicht mehr helfen. Nee, ich dachte gerade, weil ich gerade so Lex hatte, vom Fahrrad abgestiegen bin, aufnehmen wollte und
das hat er übel gelenkt und da dachte ich jetzt, ich habe meinen Fahrer gedupt. Also es, wenn du vorhast, deinen Fahrer zu dupen, dann packst bitte erstmal voll mit Gold. Und dann dupe es. Wollen wir nochmal kurz durchrennen, oder? Nee, mach ich doch gerade schon. Ich zerlege Autos. Achso. Der lebt noch. Schlimme. Was war das gerade? Liefern Robo? Achso, ist verfügbar geworden. Ach, das ist nervig. Warte mal, ich muss mein Fahrrad erstmal platzieren. Okay. Die Lebensanzeige vom Fahrrad ist gerade nicht verschwunden. Was nervig ist, weil dann sehe ich nicht, wenn ich Erfahrung kriege. Hm. Sind schon tot hier, ne? Kommt da nur Eisen raus? Ja. Nicht. Shit. Wieder zurück. Keine Ausdauer irgendwie. Ah, gut. Boah, explodiert, ne? Küche. Ich denke, wenn man einen Fernseher zerlegt, einen laufenden Fernseher. Oh, okay. Auch was? Ja, ein bisschen Plastikschrott und ein bisschen dann mechanische Bauteile. Ich hätte Gold suchen sollen. Guck mal, den kann man auch zerlegen. Ist kein laufender. Da müssten Sachen rauskommen. Die, aus denen man was verkaufen kann, die, aus denen man was kaufen kann, die sollte man nicht zerlegen, die geben dir einen Stromschlag. Und guck mal, das Ding gibt Stahl. Achso, ja, das ist klar. Das Ding gibt Stahl. Aber nicht viel. Okay, hier geht draußen geht's also nicht weiter. Hinter dir. Ach nee, hier war ja Treppenhaus. Hier ging es hoch. Nicht. Ja, doch, so halbwegs. Super. Den Sprung schaffe ich nicht. Ja, dann sneake ich schnell zum Lootraum. Und dann tust du einfach. Best Schaden. Ich bin auf dem Dach. Ja, hier kommt sie schon. Ich glaube, laden zu sein. Instant. Okay, das ist Feral, der hat mich durch einen kaputten Tune. Lebe ich mal in Ruhe lassen, bitte. Zwei Ferris. Ups. Ja, okay. Fallen alle runter. Jetzt kommen die von unten. Ja. Ich mach den ich schaff den Sprung auch nicht. Wo sind die denn noch alle? Ach da. Ruhe, hier müssten sie sein. Hinter dir. Ja. Da kommen noch mehr. Hm. Jetzt die Treppe unten, ne? Unter dir.
mitten beim Schlagen noch einen Fleischbonus bekommen. Warte mal, ich hab. Einfach einen Block hinsetzen. Ich hab kein Holz. Achso. Ja. Oh, ich hab einen. Dann einfach hoch. Ist aber schon. Na dann. Lagstock. Nicht. Niemals das Toilettenwasser vergessen. Ich meine, ne? Ich halt Messerteile. Brauchst du wahrscheinlich nicht. Nö. Also hast du oben schon alles gelootet? Ne, hier ist noch eine Kiste. Ich lass das liegen, was ich nie brauche. Für dich. Ich wollte sagen, sonst loot einfach alles und ich starte unten die Quest, aber gut. Okay. Ja, kann man auch machen, Digga. Benzin. Hm, ich habe nicht da. Ja, dann nehme ich das noch mit und dann kannst du. Kannst du alles mitnehmen, ja? Ja, ja. Wo ist dann der? Bleib oben. Ah, warte, bevor du startest. Erstmal in die Nähe zu dem Punkt kommen. Bisschen, ne? Ja. Dann versuch da oben mal nichts auszulösen. Naja, warte mal, ich versuch mal, mich hier irgendwo hin zu cheaten, damit die mich nicht erwischen. Kann ich auf das Dach springen? Ne, warte. Einfach irgendwo hinstellen und in die Hocke gehen, wo wahrscheinlich nichts ist. War irgendwas aus Holz hier? Hello, Bea. Guck mal, hier hätte man auch hochgekonnt. Bisschen was drunter stellen und dann an der Seite hoch. Kann ich starten? Na, ja. Oh, nee, warte mal, ein Block reicht nicht. Brauch nochmal zwei Holz. Na komm. Aber. Ja, sonst kommen die ganzen Färbels hier gleich wieder an, weißt du? Und du freust dich, weil ich tot bin. Ja, darum geht's ja gerade. Und das will ich ja. Okay, ich denke mal, du kannst starten. Deine viel noch. Klar, droppt die in den Rucksack. Logisch. Zweimal Forge Ahead. Endlich mal ein bisschen was. Was ist das? Nice. Yellow Ticket? Collect a yellow ticket to trade for a yellow loot box in the loot box machine. Alternatively, upgrade to a red ticket with 10 yellow tickets. Das ist, glaube ich, auch aus dem Mod, den ich reingemacht habe. Ich weiß bloß nicht, wo diese Lootbox-Maschine sein soll. Ich bin beim Trader, würde ich jetzt behaupten, aber. Vielleicht. Achtung, ich starte. Ja. Wir müssen eigentlich nur die Vorräte abholen. Wir müssten gar nicht alles killen. Also, du kannst oben vielleicht leise looten und wir suchen Vorräte. Keine Ahnung. Oder ich gehe einfach rein und kill alles. Ich habe mich blöd positioniert. Oh Gott, das ist grüner. Hätten wir aus? Ha? Ich habe ganz schön viel ausgehalten. Ja, ich mache keinen Schleichschaden bei dem. Aber müssen wir gleich von mir wieder ablassen. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Kommst du an die Kisten ran? Nee. Oh, mein Grün ist runtergefallen. Die fallen alle runter gerade, das ist gut. Jetzt komme ich an die Kisten ran. Ah, ich habe das Kurier-Ding. Brauchst du das auch?
Oder reicht das einmal? Ich glaube, es reicht bestimmt, wenn es einer aufsammelt. Aber lass mich erstmal hier killen, bevor er ankommt. Ja, mach. Dann du kannst ich. Da oben schon mal den Loot holen. Gegen. Nutzen, zerlegen. Zerlegen. Nutzen. Oh, grüner. Ja, genau, der müsste aber nicht mehr viel Leben haben. Oh, scheiße. Ich habe eine Kiste kaputt gemacht. Nein. Ohne zu looten. Dachte, ich hau auf die andere. Oh. Aber einmal Forge ahead. Super, er kriegt die Magazine, weißt du, und macht mir die Kisten kaputt. Gut. Oh Gott, da bin ich runterfallen. Ja, na gut, also. Erdwurm? Da hinten. So. Naja, ich gehe zum Händler schon, ne? Hast du schon. Hä? Hast du die Quest schon abgeschlossen? Ja, ich. Na, die Vorräte habe ich schon. Bei mir läuft die Quest noch. Bist du sicher, dass du abgeschlossen hast? Wenn du den Bereich verlässt? Zurück zum Händler steht bei mir. Okay, dann muss ich die tatsächlich noch finden. Okay, dann, die sind auf dem Dach, in der Ecke dort, auf halbem auf so einem Rohr. Kann auch sein, dass wir verschiedene haben. Bin mir da nicht ganz sicher. Nee, dass die bei dir jetzt fehlschlägt, wenn ich die schon abgebe. Warte mal noch. Oh, hier sind doch Gegner. Meine ist, glaube ich, woanders. Die zeigt bei mir eine Etage nach unten. Achso, okay. Und stimmt, oben hat sie ja, alles weggelootet, ja? Also oben sind keine Kisten oben mehr. Oben ist nicht mehr. War auch nicht drin. Immer Forge ahead und ansonsten Benzin, bisschen Munition. So, bei mir zeigt es nach unten gerade. Da drinnen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob du jetzt deinen zweiten Händler freischaltest und ob es auch die Gen ist oder was oder ein anderer. 40 Kilometer weg. 40? Nein. Du warst doch ganz lustig. Holst. Warum nehme ich kein Fahrrad? Bin ja mal gespannt. Congratulations, here's your reward. Was? Scheint genau zu wissen, welche Tresore du knacken musst. Finde 10% mehr Dukes und Bargeld in Tresoren, Kassen und Geldautomaten. Habe ich schon gelesen. Oh. Dann Molotovs. Bye or bye.
Just get the fuck out of here. Take erhöht deinen Schaden um 5% für jeden Kill. Bis 15. Müsste jetzt wahrscheinlich mal zurückgehen in die Base. Wobei hier noch so schön viele Quests sind. 200 Meter. 277. Ich muss nehmen. Ja, jetzt habe ich, kann ich mir ein Fahrrad holen. Aber ich nehme den Sammler, denke ich. Hast du ja schon ein Fahrrad. Oder einfach 2500. Kartons. Ich glaube, die bringen mir mehr als ein Sammler. Ich habe kein Problem mit Wasser. Ja. Besonderen Auftrag. Ja, Trader Jen muss ich jetzt. Na, dann mach das mal und ich fahr mal zur Base. Und dann komme ich wahrscheinlich wieder hierher für ein paar Quests. Der hat jetzt gerade so praktisch alle 200 Meter von sich entfernt. Hm, ach, der Airdrop, wo ist denn der? Gerade bei der Jen auf dem Weg. Ja. Lol. Gehst du da hin, oder? Ich bin voll, aber ja gut, ich hab's Fahrrad. Ich will auch mal einen Airdrop aufmachen. Abstimmung, kein Fahrzeug, kritische Immunität oder Nahrung. Macht jetzt ja nichts Falsches, Leute. Macht jetzt ja nichts Falsches. Eine Chemiestation kaufen. Eine komplett fertige. Für 15.000. Uff, okay. Das habe ich. Ganz schön teuer. Ich habe nur 8.000. Ich habe gar nichts, Alter. Ich bin immer pleite. Konstant. Schmelztiegel kann ich kaufen für 15.000. Leute, bitte jetzt nicht kein Fahrzeug. Ich bin mal gespannt, was im Erdbau ist. Vielleicht mal was Gutes. Es wählt keiner und es wird auf jeden Fall kein Fahrzeug. Sag's dir. Ich könnte doch. Nahrung, oh, das ist okay. Was macht das? Wahrscheinlich hat es meine Nahrung aufgefüllt. Hm. Klimaanlage. Guck mal, ein Clownhammer Stufe 5. Vollstrecker-Outfit. Zeitschriften. Aber wohin damit? Naja, dann müsste ich ja eine Belohnung kriegen, wenn ich Jen aufsuche, oder? Ja, irgendwas Kleines kriegst du, glaube ich, schon. Nice. Steak mit Kartoffeln freigeschalten. Hey. Ich mache vielleicht mal ganz kurz eine Pause. Ich habe Bier freigeschalten. Bier, nice. Müssen wir kurz bei Clap Titans was machen. Ich pausiere mal kurz das Spawnen und bin dann auch gleich wieder da. Bis gleich.